Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge in der dunklen Nacht. Und nun müssen wir uns eventuell befreien von unserer spirituellen Welt und zurück in die Wirklichkeit kommen. Nein, natürlich nicht, das müssen wir nicht. Wir sind hier, wir haben im letzten Episode aufgehört. Wir haben die Wand noch kurz ein bisschen weiter hineingezogen. War so gut und ich möchte hier eine Treppe setzen. Das heißt, ich mache hier kurzerhand irgendwie so ein bisschen mit Holz, werde ich das einen Grundriss zaubern, wie wir das dann später auch haben wollen. Also wie wir das dann die Aufteilung des Raumes haben möchten für den, was auch immer wird, Palast oder boah, auch hier drin können wir eventuell ein bisschen für Schönheit sorgen. Müssen wir aber noch schauen, wie das geht. So, morgen! Hat schon wehgetan, das. So. In guter Frische wieder mal hier. Oh, yeah! Nein, ich wollte eigentlich Holz holen gehen. So, wo fangen wir denn an? Hier. Ich hoffe, es ist richtig. Jetzt geh schon. Oh. Wenn wir später kommen, ist hier schon ein paar Setzlinge am Boden, dann können wir die wieder setzen. Ist alles klar. Wir werden hier wieder aufforsten. Wie sich halt für den richtigen Mann gehört. Man forstet. Man setzt alles in Bewegung, um ein bisschen an Holz zu kommen. Alles wieder abhauen. Das ist ja die Menschen immer wieder so alles für sich immer den größten Luxus und dabei nicht auf den Verbrauch achten. Naja. Aber ist ja allgemein so auch hier, wie wir hier leben. Das ist ja enorm. Was wir alles verbrauchen. YouTuber da noch mehr als andere, aber das ist ja wieder was anderes. Wir haben ja die Möglichkeit, wir sind nicht eingeschränkt irgendwie durch etwas anderes. Durch unsere Umstände oder was auch immer. So, und hier noch ein, was schön ist. 25, ja, das reicht nirgends. Da müssen wir schon noch ein bisschen Holz holen. Wir haben ja hier einen künstlich angelegten Wald. Das war ja am Anfang, zum Beispiel hier, da bauen wir es irgendwie, naja. Der wird nie weggehen, der wird in Erinnerung bleiben. Das ist der Luftbaum, der Schwebebaum kann man so nennen. Unser Schwebebaum. Irgendwo hängt ja noch ein Baum, also ein Holz drin und da geht einfach nicht weg. Aber das ist ja Minecraft halt. Minecraft, logisch. Geht nicht auf. Ja, Geschichten bleiben lieber in der Vergangenheit. Oh, schon wieder ein Baum. Cool. Wie heißt das Lied? Sarvagon! Wow. Und ich glaube, weil ich es richtig gesehen habe, meine Freunde, die letzte Episode ist ohne Webcam, aber da bin ich mir nicht sicher. Denn irgendwie hat die Ken da irgendwas entweder geschlampt oder ich habe da etwas Falsches gesehen in der Pause. Aber ich hoffe, es ist nicht so, wie ich denke. Oder haben wir schon... Warte mal kurz. Muss ich hier kurz schauen. So, habt ihr nicht gesehen. Alles gut. Ich dachte schon, ich hätte... schon 3 Aufnahmen aufgenommen. Dabei waren es nur 2. Ist alles gut. Nie, keine Aufnahme verschwendet oder so. So. Das wird hier mal ein Urwald, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da wird sich keiner mehr durchzwängen. Oder wird sich keiner mehr durchzwängen können.
So rum. Also hier ist der Riesenbaum. Das ist einfach mal den hier und den hier. Mal schauen, ob sie überhaupt wachsen. Denn die haben ja in dem Sinne ja kein Licht. Nee, die haben kein Licht. Das ist so. Ja, ja, die Welt ist so schön. Die Welt? Ja, eigentlich, die Welt ist so schön, das ist ja nur für uns gesehen schön. Wenn man. Es ist ja immer aktuell die Krisen und. Oh, das ist einfach nicht schön. Die aktuellen Themen, die heute da so in den Nachrichten rumgehen mit Flüchtlingen und die wollen nicht aufgenommen werden, die erschießen sich gegenseitig und die stechen ihre. War auch nur so krass. Ich weiß nicht, ob die Information wirklich 100% stimmt, aber anscheinend sollen die Flüchtlinge selbst, die jetzt irgendwie in zu Europa kommen, die ihre Boote, also das sind Luftboote, teilweise, die stechen sich einfach durch, damit die nicht zurückkommen können. Nur damit sie Europa behalten muss. Das ist komisch. Und eigentlich ja auch wirklich, wirklich strange. Okay, 100 bleibt, 100 ist gut. Denn ich hab's gedrosselt davon jetzt mal wieder. Nein, mein PC ist eigentlich wirklich besser. Da könnte durch über 400, 500 FPS mit dem Ding aufnehmen, aber dann würde die CPU wieder auf 20% steigen und das will ich nicht. Ja, ich weiß, 20 ist wenig. Wie viel ist sie überhaupt aktuell? Warte mal, das könnte ich theoretisch Ihnen auch zeigen. Oh. Ach, der Arbeitsspeicher. Ja. Hier seht ihr, das ist alles. Pff, frisst alles, aber hier. Ich kann eigentlich zumachen, die ganzen Sachen hier. Minecraft, na, geht schon. Und auch mal hinter die Kulissen geschaut, das ist auch mal nice, ja? So, wir haben. Ach du heilige Gott, wie groß ist denn der Baum? Wie bin ich hier hochgekommen? Ich glaube, ich habe ne. Nicht eine Erdnuss, aber. Ich habe noch Pistazie gegönnt vor der Episode oder vor den Aufnahmen. Und da war es jetzt ein bisschen in die falsche Loch gekommen. Ja, aber hier ist wirklich ein. Nicht gerade. Könnte man das als Dichtenwald benennen hier? Ja, weniger, aber es ist schon. Ja, was halt nicht immer so ist. Ist es mal nicht. So, ouch. Mal wieder Holz fällen, das können wir am besten. Und es soll ja auch in knappe. Ich weiß nicht, wenn ich das Video hier veröffentliche, aber in der Woche 2 kommt schon wieder Anno 22.5 auf meinem Kanal. Ja, gibt es die Story-Modi. Und ich verspreche es nicht zu viel, dann ist es wirklich so. Anno 22.05 kommt die Mission, also Einzelmission auf jeden Fall. Eventuell dann auf Schweizerdeutsch mit Gravius hier gelassen ein bisschen. Aber da müssen wir noch schauen, ob das wirklich funktioniert und kann dann auch, ob wir das sogar als Livestream machen, also in Livestream eigentlich ein bisschen spielen und dann rede ich auch Schweizerdeutsch, also dem her, ja. Müssen wir schauen, wie das gemacht wird, aber ich hoffe, es klappt. Ich freue mich wirklich drauf. Anno war wirklich so meine erste wirklich Game-Serie, Spielereihe. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Ich quatsche, seitdem ich hier im Holz bin, quatsche ich wirklich weniger. Macht mir ein bisschen Angst. Weil ich bin ja ein sehr viel Quatscher. Jetzt haben wir hier ein bisschen eine Lichtung geschaffen, aber wenn ich hier denke, wie viele Setzlinge hier am Boden wieder rum schwingen, dann werden sich die Bäume eventuell sogar ein bisschen verdoppeln. Weg, du böses Ding! Boah. Oh, danke sehr. Hier. Noch mehr! Hier ist ein See? Seit wann? Oh, na gut, wir haben. Ja, wir haben genug, wir haben mehr als ein Stack. Düdüm. Geht drin nicht mehr?
Ja, geht sogar noch. Ey, wieso kratzt das meine Stirn? Verdammte Kacke. Kratzt. Wieso beißt die? So, gut. Dann machen wir jetzt das hier. Und, so. So kurz. Hä? Komm mit, Kinder. Ach du Fackel, du kannst gerne hier bleiben. Also gut. Die Frage. Natürlich voll für den Arsch. So. Auf jeden Fall machen wir das kurz dann noch Holztrepp. Oder machen wir das Stein? Nee, Stein haben wir überall. Machen wir kurzhand Treppen, denn die können wir oben verwenden. Das hier dann auch noch. So, 8. Geht das überhaupt auf? Ich weiß nicht. So, bis oben kurzhand hin. Dann haben wir eine gute Basis, die wir wenden können. Müssen wir nur schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass ein bisschen schön aussieht. Dass nicht wieder hingerotzt aussieht. Ach, stimmt ja. Wir haben ja 3. Nein, das war falsch. So rum, genau. Nun irgendwie. Oder hier die Steine? Ja, toll, der wurde jetzt mit dem falschen Gerät abgeknabbert. So, vielleicht wirklich hier mit irgendwie Steinen schaffen und dann Fackel drauf. Ich weiß, sieht das gut aus. Juhu! Ja, beruhigen uns, bitte. Bitte beruhigen. Und dann irgendwie Treppen. Okay, ich bin durchgedreht. Aber das macht mir nichts. Wir sind immer durchgedreht. Das gehört sich zu einem Maßenton. Ich bin verteufelt! Ich stoße mir den Kopf. Dann buddeln wir hier mal kurz auf. Ja, wir bauen wieder. Was für eine Orientierung. Was für eine Überraschung. Wollte ich eigentlich sagen. Aber das kam dann irgendwie blöd rüber. Na gut. Warte, wir haben 3 Stacks? 4! Stimmt logischerweise von. Ich darf hier noch nicht zubauen. Denn wenn ich mal runterfliege, dann ist Ende im Gelände. Im Schacht, im Schicht. Genau wegen den solchen Sachen hier. Ui, wir machen einen Rundgang hier. Das klappt ziemlich gut. Oha, meine Maus hat ziemlich wieder Fettflecken drauf. Das ist ja logisch, und wir benutzen die ganze Zeit. Du, dann wunderschöne Steine, die wir abmorksen können. Schaffen wir nicht, schaffen wir noch. Gut, haben wir eine richtige Treppe. Haben wir richtig getroffen. Alles klar, meine Freunde. Wir sind hier im Abbausimulator 2015. Und Kaputtmach-Simulator 2016. Meine Nase krass. Ich glaub's nicht. Ich muss mal ja mal meinen Schnauzer stutzen hier. Meinen Schnauzer stutzen. Irgendwie, aber meine Freunde, ich hoffe, wir werden hier eventuell auch mal fertig.
Denn die Zeit ist schon wieder rum, meine Freunde. Wirklich, tut mir wirklich leid. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Habt Spaß, meine Freunde. Tschüss. Das war's.